Nächster Redner ist der Kollege Detlef Seif, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Es lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersehen, ob der Brexit für das Vereinigte Königreich längerfristig positiv ist oder zu einem großen Schaden im Lande führen wird. Eines ist aber gewiss: Das Land hat einen sehr steinigen Weg vor sich. Premierminister Michael Gove hat anfangs der Woche die Wirtschaft darauf eingeschworen, dass es in den nächsten Jahren keinen reibungslosen Handel mit der Europäischen Union geben wird. Bisher hat man den Landsleuten in Partylaune wohlklingend gesagt, make Brexit a success, mache Brexit zum Erfolg, get Brexit done, lassen wir es endlich durchziehen, dann geht es uns besser. Bereits Ende 2018 kam die britische Regierung selbst in einer Wirtschaftsanalyse zu dem Ergebnis, dass die Wirtschaftsleistung des Landes nach dem Brexit bei Zugrundelegung des Szenarios Freihandelsabkommen um 3,4 bis 6,4% nach unten geht. Das sind nicht nur für Ökonomen Hammerzahlen. Verbergen sich dahinter Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche, politische und soziale Verwerfungen. Es gibt jetzt schon einen deutlichen Abwärtstrend. Und das könnte auch die innere Sicherheit des Landes berühren. Beispiel in der Wirtschaft, Automobilbranche. Honda schließt sein Werk 2021 in Swindon. Nissan hat Abstand genommen, seinen Geländewagen im Vereinigten Königreich in Sunderland zu produzieren und überlegt, seine Produktion ganz nach Japan zu verlagern. Toyota macht seinen Verbleib davon abhängig, ob jetzt Handelshemmnisse entstehen. Jaguar und Land Rover streicht 4.500 Arbeitsplätze im Zuge des Brexit. Ford schließt im September 2020 sein Motorenwerk. Die Verlagerung der Opel Astra-Produktion steht im Raum. BMW hat angekündigt, seine drei Werke im Land zu schließen, sollten Störungen in den Lieferketten anstehen. Und meine Damen und Herren, Zulieferer und andere Unternehmen sind bereits abgezogen. Das ist ein starkes Ding. Das müssen wir uns vor Augen halten. Deshalb diese Schönrederei, lassen Sie es bleiben. Und auch der Zusammenhalt des Landes ist gefährdet. Selbst wenn man Schottland ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum verweigert, im Prinzip ist die Krisensituation im Land vorhanden. Sinn Féin ist in der Republik Irland eine starke Kraft geworden. Die setzt sich für die Wiedervereinigung Irlands ein. Was entstehen da zurzeit für Irritationen, Zentrifugalkräfte? Die hat doch niemand mehr unter Kontrolle. Und meine Damen und Herren, und das auch noch mal in Richtung der AfD, weil wir hier was anderes gehört haben. Wenn wir eins aus dem Brexit lernen müssen, dann ist es gegen Fake News, falsche Informationen und Populismus noch deutlicher vorzugehen, sich intensiver einzusetzen, als wir das bisher gemacht haben. Und wenn dieser Geist sich in den weiteren Verhandlungen fortsetzen sollte, dann sehe ich düster. Erst das Verfahren hat doch deutlich gemacht, was eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union bedeutet. Nahezu alle Bereiche sind betroffen. Wir sind eng miteinander verwoben und verzahnt. Das kann man nicht einfach auseinanderreißen. Mit Ablauf der Übergangsfrist fallen tausende Regelungen weg. Und es ist ausgeschlossen, dass wir in der Kürze der Zeit auch nur annähernd ein zufriedenstellendes, umfassendes Abkommen finden können. Es muss deshalb das Ziel sein, so viel zu vereinbaren wie möglich. Und dazu gehören Regelungen zu den wirtschaftlichen Beziehungen, zur Sicherheitspartnerschaft und auch die Themen, die von vorrangigem Interesse sind. Und es ist schade, weil ich weiß, dass wir insgesamt eigentlich auf derselben Linie verfahren, dass die FDP sich bei dem Punkt nicht beteiligt. Aber wenn man jetzt EU-only festschreibt, würde man verhindern, dass in anderen Punkten, die vielleicht zur Zuständigkeit von Mitgliedstaaten fallen, Regelungen ausgeschlossen wären bis zum 31.12.2020. Und deshalb können wir uns diesem Ansatz in der Form leider auch nicht anschließen. Meine Damen und Herren, Boris Johnson und seine Berater stellen auch jetzt schon
Kernaussagen der politischen Erklärung infrage. Eine Bindung an EU-Standards sei nicht sinnvoll. Das Vereinigte Königreich hat ja selbst hohe Standards. Warum sollte man sich dann irgendwie binden? Europäischer Gerichtshof sollte im Wege einer Vorabentscheidung Berücksichtigung finden, darf keine Rolle mehr spielen. Meine Damen und Herren, auch in Zukunft streben wir natürlich eine enge und freundschaftliche Partnerschaft an. Aber eins ist doch klar, das geht nicht um jeden Preis. Und deshalb müssen wir unseren britischen Freunden klarmachen, dass das Vereinigte Königreich nur dann einen breiten Zugang zum Binnenmarkt haben kann, wenn es auch unsere Standards einhält und wenn dadurch das Projekt Europäische Union nicht gefährdet ist. Vielen Dank.